Take off. Ja, hallo Freunde der DJI Mini 2. Mal wieder viele Grüße vom Wellerberg südlich von Stendal. Und ich will hier heute bloß mal einen kleinen Langstreckentest machen mit Außenlandung. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich hier auf der Strecke irgendwann mal versuche, eine 8 Kilometer Strecke zu fliegen. Da ist aber am Landepunkt ein bisschen schwierig, weil man den nicht so gut erreichen kann. Eine riesige Wiese, wo man auch mit dem Auto schlecht hinkommt. Ich will erstmal die ersten 6 Kilometer der Strecke erkunden und mal schauen, ja, wie es so aussieht, und dann gucke ich mal, ob das mit der Außenlandung klappt. Ja, die Sonne knallt und ich habe etwas Rückenwind, etwas Nordwind. Da die Drohne nicht zurückfliegen soll, ist das kein Problem. Und ich hatte eigentlich vor, heute mal bis 6 Kilometer zu fliegen. Und dann schauen wir mal, ob das klappt. Ich muss hier erstmal kurz um den Ostrand vom Dorf Bellingen wieder rumfliegen. So, ersten 1000 Meter sind geschafft. So, dann fliege ich mal Richtung Südost, Richtung Südwest. Jo, hier sind im Prinzip bloß endlose Felder. Wer meinen Kanal schon länger abonniert hat, der kennt die Strecke ja schon, aber ich bin ja meistens in südlicher Richtung geflogen. Jetzt fliege ich mal Richtung Südwest. Muss erstmal zwei Wege überqueren, an der landwirtschaftlichen Anlage vorbei. Und dann Richtung Tanger. Und dann sieht man da hinten am Horizont schon dieses riesige Waldgebiet, Tangerhütter Forst. Da geht eine Hochspannungsleitung Richtung Süden und da kann man so in 150 Meter Abstand auch Richtung Süden fliegen. Muss ich mal schauen, ob wir das finden. So, da sieht man jetzt schon die landwirtschaftliche Anlage. Ich glaube, Rinderzucht haben die da. Ich habe da mal von oben ein paar Rinder gesehen, die da rumliefen. Kommt gleich ein Feldweg, auf dem ich öfter schon mal lang gefahren bin. Da war ja auch die Landung auf dem Autodach der Videoformerin. Wenn das Video kommt, ist das andere schon freigeschaltet. Im Moment ist es noch nicht freigeschaltet. Ich musste gerade mal überlegen, weil ich habe so viele Videos in der Warteschleife. Ich produziere jetzt schon mal vor, weil ich im Sommer auch nicht ganz so viel Zeit habe, um zu fliegen. So, Geschwindigkeit sieht gut aus, Höchstgeschwindigkeit 36 km/h, Entfernung 2300. Ich sollte auch mal auf den Lipo gucken, 79%. Ja, jetzt kommt gleich der zweite Feldweg, über den ich rüberfliege. Den haben sie gerade letztes Jahr instand gesetzt. Der ist jetzt schön betoniert.
Und da hinten kommt jetzt schon das große Waldgebiet langsam in Sicht, wo wir hinwollen. Ich orientiere mich hier mal an dem einzeln stehenden Baum, der da auf dem Feld vor uns steht. In die Richtung müssen wir ungefähr fliegen. Ja, hier bin ich gerade vor 10 Minuten mit dem Auto lang. Schöner neuer Feldweg, super zu befahren. Ja, vor mir ist ein riesiges Wiesengebiet, das ist gerade gemäht worden. Deswegen kann man da zu Fuß auch gut rüber marschieren. Acker ist da wohl nicht, das ist immer Wiese. Ja, jetzt nähern wir uns schon etwas mehr da dem großen Waldgebiet. Wir haben jetzt 71% im Lipo, 3400 Meter, das sieht gut aus. Aber ich merke also, die Lipos, wenn man die paar Monate geflogen hat, dann verlieren die deutlich an Kapazität. Also ja, den hier, mit dem hier habe ich damals Ende Dezember letzten Jahres den berühmten 10-Kilometer-Flug gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der das heute noch mal schaffen würde. Mit Rückenwind wahrscheinlich, aber naja. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. So, die Meldung kam jetzt schon bei 68% Lipo. Naja, was soll's. Kleiner Graben. Ich gehe mal ein paar Meter höher. So, ja, muss ich erstmal schauen, wie da vorne die Verbindung ist, ob da eventuell die Bäume dann davor sind. Lipo ist bei 64%, 4300 Meter. Ja, ich wollte mal bis 6000 fliegen. Die Sonne blendet ganz schön, für schlechte Sicht auf dem Display. So, Baumgruppe überfliegen. Ja, das ging. Oh, jetzt habe ich schlechte Verbindungsanzeige. Ja. Yagi in die Richtung halten. Sagen wir gleich 5000 Meter. Zeigt da tatsächlich schlechte Verbindung an. Das gefällt mir nicht. 5100 Meter habe ich jetzt. Ich halte mal kurz an. Da ist der Waldweg Richtung Süden, den man per Drohne eigentlich folgen könnte, theoretisch. Aber wenn die Verbindung so schlecht ist, dann ist das ja auch nicht so schön. Ich weiß nicht, warum die Verbindung jetzt schon schlecht ist. Normalerweise kommt so ein Signal nicht. So, da. Rechts 150 Meter ist die Hochspannungsleitung. Na gut, so. Schlechtes Signal. Machen wir da, drehen wir einfach mal um. Und
und fliegen erstmal zurück. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, dass die Verbindung jetzt schlechter wird, aber naja. Lipo ist bei 53. Egal, dann probieren wir einfach mal die Außenlandung. Hier sind Kühe, oder? Ja, was ist das? Kühe, Schafe? Ich kann es nicht erkennen auf dem Display. Kühe. Egal. Ich verstehe nicht, warum die Verbindung jetzt so schlecht ist. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an der Hochspannungsleitung, aber die sitzen einen Kilometer weg von mir. Mal schauen, wenn ich ein bisschen in den Tiefflug gehe. Macht er das mit, jo? Macht er mit? Bei 43%. Ich weiß gar nicht, ob ich damit jetzt noch zurückkommen würde, aber Geschwindigkeit sieht ganz gut aus. Wir suchen uns jetzt mal ein Landeplätzchen. Genau hinschaut, kann da schon was sehen. Ja, genau. So, ich schalte mal einen 10er Smooth Modus. Jetzt brauche ich mal etwas Feingefühl. Der Schatten der Drohne. Interessant. So, Gemüse ist auf 90%. Dass ich gerade ohne Windböe. Ja, das war Landing. So, jetzt. Schwaches Signal. Bitte Antenne. Ich habe, glaube ich, noch eine Verbindung. Da ist noch Verbindung da. Ich habe kein Videosignal, aber. Signal. Fluggerät nicht verbunden. Nee, jetzt ist doch weg. Jetzt sagt er wieder schwaches Signal. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Drohne fliegt wieder.
Das ist ja total irre, ja. Aber mit 33% Lipo komme ich nicht mehr zurück. Das ist das Problem. Das heißt, wir landen hier wirklich niemand zu sehen, ne? Okay, dann gucken wir mal, wo das Landepad ist. Landing. So, dann können wir mal schnell zur Drohne hinfahren. Cool. Take off. Ja, da ist gerade ein Grashalm dazwischen, das ist ja Mist. Ach Gott, wegen eines Grashalms. Na, mal probieren. Take off. Na gut. Nee, war nicht der Grashalm. Das war ja, kann man sehen, die Halterung vom Landepad war das. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ja, hier drin hat es gelegen. Der Propeller ist hier an den Befestigungshaken immer rangekommen, deswegen konntest du nicht nochmal starten. Tja, na, das war doch ein aufregender Flug. Ja? Auch ich muss die Drohne erstmal ausschalten, die ist schon ein bisschen heiß. So, aus. Tja, 5300 Meter. Ja, die Verbindung war irgendwie nicht mehr ganz so toll. Ich fliege ja selten solche riesigen Entfernungen, aber ja, in Arneburg bei 5300 Meter habe ich eigentlich volles Signal mit den Yagi-Antennen. Da geht das eigentlich bis 8000 noch ohne Probleme mit vollem Signal. Warum das hier jetzt nicht mehr der Fall war, keine Ahnung. Da hinten auf dem Berg habe ich gestanden und die Bäume waren eigentlich nicht dazwischen, weil ich 2, 3 Meter über den Bäumen war. Finde ich sehr seltsam.
Ich werde es nochmal probieren und mal gucken, ob die Verbindung wieder schlecht ist. Und wenn nicht, dann können wir das hier wahrscheinlich lassen. Dann wird das wohl nichts. Und ja, muss ich mal schauen. Ist immer so eine Sache mit neuen Strecken, wo man noch nicht war. Aber ich denke, das mit der doppelten Außenlandung eben, das war doch ziemlich cool. Ne? Zweimal nochmal gestartet und wieder gelandet. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich weiß nicht. Über mehr als 4 Kilometer Entfernung? Ich glaube nicht. Ne. Bin ich der Erste jetzt. Cool. Ja, schöne Gegend hier. Ich weiß gar nicht, ob man hier mit einem Auto über die Wiese heizen darf, aber es ist weit und breit kein Mensch zu sehen und hier macht man auch nichts kaputt. Also Autospuren sieht man hier nicht. Na gut, dann bis zum nächsten Flug. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch machen will, aber da ich das Video erst in einem Monat oder so veröffentliche, habe ich noch Zeit zum Überlegen.